Could you stand a little taller, just a tad? Like this? Yes, yes. The chin a tiny bit lower. Gaze a little more to the right. There! Now, hold the pose! Wie ich diese Porträtmaler hasse. Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal, nämlich Greedfall. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich es auch wirklich hochlade. Ich muss es erstmal anspielen, aber ich wollte es auf jeden Fall aufnehmen. Und zwar bevor ich zu weit reingeguckt habe. Ich habe gehört, das Spiel ist auch gar nicht so lang. Deswegen kann man das eigentlich mal ganz gut so zwischendrin reinschieben. Und der ein oder andere, der mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß ja, dass ich ein unfassbarer Liebhaber dieses maritimen Genres bin, beziehungsweise auch des Renaissance-Themas des ausgehenden 17. Jahrhunderts oder des 16. Jahrhunderts und vor allen Dingen der Seefahrt und der Segelschiffe. Ja, und das Spiel trifft es natürlich auf den Kopf. Also, es ist, ja, was soll man sich noch wünschen? So, wir dürfen uns als erstes unseren Charakter erstellen. Und ich habe gehört, das Spiel soll so ein bisschen so sein wie, naja, in die Richtung von Mass Effect oder Dragon Age. Ich wollte jetzt die ganze Zeit Drakensang sagen, aber natürlich ist es Dragon Age. So, kurz räuspern. Ich muss auch mal erwähnen, für die schon länger dabei sind, ist das keine neue Information. Ich bin natürlich krank, ich habe wieder eine Grippe eingefangen, aber bin einigermaßen auf dem Damm. So, genug geredet. Erstmal gucken, was wir hier machen können. Voreinstellung. Aha, aha, aha. Ja, man, hier sieht ein bisschen grimmig aus. Ja, hier sehen. Okay, Frau. Oh, Frau können wir auch spielen. Aha, aha, aha. Na gut, aber wir spielen einen Mann. Ich glaube, naja, wer. Ja, ich sag jetzt immer, wer schon länger dabei ist, ne? Aber ihr kennt ja eigentlich schon die Voreinstellungen, die ich normalerweise für maritime Charaktere in dieser Umgebung benutze. Ich glaube, ich nehme das Gesicht. Das sieht noch ein bisschen erwachsener aus als dieses hier. Der sieht noch ein bisschen bubihaft aus und der hier relativ erwachsen. Ja, ich glaube, das kann man nehmen. Haare. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Aha, aha, so mit Zöpfchen da hinten oder was? Ja, Tatsache. Guck mal. Mit kleinem Zöpfchen. Ist aber nicht das, was ich suche. Ja, das wäre dann ich. Na gut, aber der hat noch mehr Haupthaar da oben. Das ist nur abrasiert. Ja, das auch nicht unbedingt. Nee, nee. Ich glaube, wir lassen es bei dieser Frisur hier. Ich glaube, die passt ja noch am ehesten. Gesichtsbehaarung ist ganz wichtig. Ein Seefahrer ohne Bart, den gibt es eigentlich gar nicht. Nein, nein, zurück, zurück. Oh nein, ich muss... mein Mute-Button, ich spiele hier gerade mit Pad, also mit dem PlayStation 4-Pad und mein Mute-Button ist natürlich genau der, der auf die Tastatur umschaltet und auch irgendwelche schlimme Dinge tut. Da muss ich mal gucken, wie das klappt, wenn ich jetzt hier mit Grippe rumsitze und dann aufnehme. Wir waren gerade bei der Gesichtsbehaarung, wir machen sie mal... Das hier gefällt mir eigentlich schon ganz gut, aber das ist ein bisschen zu etepetete. Das hier ist... Ja, durchaus. Ja... Ja, nee, nicht. Und das ist ein bisschen zu unsauber. Das lasse ich mir schon gefallen. Ja, das ist das schon eher. Und das ist ein bisschen zu kurz. Mach mal den hier. Mach mal den hier, oder? Nehmen wir den Bart. Augenbrauen. Die sehen eigentlich schon ganz gut aus. Können wir noch ein bisschen fieser machen, so ein bisschen markant. Oder den Busch. Den Busch gibt es natürlich auch. Oh, hier so ganz dünne Augen. Aber das ist wahrscheinlich eher für. Oh, Mensch. Rasier die doch mal weg. Was ist denn los mit dir? Oh mein Gott. Wir haben Theo Weigel im Spiel. Ich glaube, wir waren eigentlich schon ganz gut ausgestattet mit Augenbrauen. Ich denke mal, ich glaube, die waren das. Aber wir können auch ein bisschen... Na komm, wir nehmen die. Die Hautfarbe, ja, können wir eigentlich so lassen. Jemand, der auf See unterwegs ist, der ist normalerweise auch... Ja, ich denke mal, mit ein bisschen gebräunterer Haut ausgestattet. Die Haarfarbe... Oh... Der Wikinger ist zurück. Ich möchte plündern. Du siehst gut aus. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Blond? Ja, gut. Ach, guck mal, da ist schwarz. Oh, oh. Mein ganzes Leben habe ich auf See verbracht. Und jetzt muss ich hier Porträt stehen. Ich denke, wir bleiben bei schwarz. Schwarz ist das Übliche. Die Augenfarbe, ich kann das jetzt nicht so genau erkennen. Blau? Ja, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ich müsste dann wahrscheinlich das hier sein, oder? So in dem Dreh. Na gut. Ich will mich auch gar nicht zu lange damit aufhalten. So, aber jetzt haben wir unseren Charakter, glaube ich, mit dem wir das Spiel bestreiten können.
Wähle die Fähigkeiten, mit denen du beginnst. Sie sollten zu deinem Spielstil passen. Der Fertigkeitenbaum ist freigeschaltet. Während du im Spiel fortschreitest, kannst du weitere Fähigkeiten anderer Archetypen freischalten. Er hat Archetypen gesagt. So, kriegerisch, das ist normalerweise nicht meine Vorgehensweise, außer bei Drakensang. Magisch auch nicht unbedingt, strategisch. Ich habe zugegeben, schon ungefähr eine Minute in das Spiel reingeschaut, habe die Charaktererstellung schon mal durchgemacht, weiß so in etwa, was ich haben möchte. Es wird strategisch werden. Einerseits wegen Schusswaffen, Einhandklingenwaffen klingt auch gut, Genauigkeit und Beweglichkeit und empfohlene Talente, Schlossknacken. Ich glaube, das passt zu der Art von Charakter, die ich in solchen Spielen ganz gerne spiele. Nicht der typische Hau drauf, sondern in dem Fall, ja, strategisch. Wir nehmen mal strategisch. Nächster Schritt. Wähle ein Attribut, in das du deinen ersten Punkt investieren möchtest. Es sollte zu deinem Spielstil passen. Das habe ich mir jetzt auch gedacht. Genauigkeit, Willenskraft, da. Genauigkeit. Verstärkt alle Schusswaffen und alchemistischen Präparate. Attribut benötigt, um die besten Schusswaffen zu tragen. Und ja, ich will die besten Schusswaffen tragen. So. Und hier das Talent, das erste, das wir uns auswählen können. Jetzt die Wissenschaft, das Charisma, Stärke, Handwerk, Intuition oder Schlossknacken. Und ich benutze bei solchen Spielen ganz gerne sehr viele Dialogoptionen und verschiedene unterschiedliche Wege. Deswegen wird es das Charisma werden. Wir werden auch versuchen, das Charisma so schnell wie möglich auf das Maximum zu bringen. Weil hier reduziert erheblich die Preise der Händler und verbessert erheblich die Kampffertigkeiten deiner Gefährten. Erhöht erheblich die Wahrscheinlichkeit, erfolgreiche Entscheidungen in Dialogen zu treffen. Und das ist das, worauf es mir ankommt. Und jetzt können wir, glaube ich, erstmal ins Spiel starten. Just a few more minutes. You have such an incredibly singular face. That's a compliment, my lord, out of my mouth. Your particularity gives you character. You're still here? We've nearly finished. Have you any more need of me, master? You haven't forgotten that we're setting sail today, have you? Of course not. Your cousin is nowhere to be found. I've searched the palace from cellars to attics. Your uncle is beside himself. He was of a mind to paint the town last night. Don't worry, I shall track him down. Make care to your own preparations without wrinkling another frown. We'll meet you on the boat. It's about time your cousin took account of the responsibilities awaiting him. He should go and inform the ambassadors of Telemi and the Bridge Alliance of his departure. Have no fear, Master. I will go and see them in his name. I beg your pardon, but urgent matters call me away. Might we finish all this later? Impossible, my lord! You are leaving with the tide, if what I've been told is correct. I am sorry, sir, truly. I must be going. My lord, please, I beg you! Her Highness has personally requested I finish this! Thank you, cousin, for getting me out of that. Naja gut, wir sind dem Porträtmaler entkommen. Der Kompass, der in der Mitte des oberen Bildschirmrands zu sehen ist, zeigt wichtige Orte und Ziele der aktiven Quests an. Ja, okay, also wir wissen schon Hauptquest, Nebenquest. Die Steuerung, ja, ich spiele solche Spiele lieber mit Pad tatsächlich. Also so Sachen wie Assassin's Creed oder Horizon Zero Dawn habe ich ja vor kurzem auch gespielt. Zwar nicht als Let's Play, aber so ganz privat. Und da stehen wir... Hallo? Kann ich mit Ihnen... Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht anrempeln. Wer kommt denn da? Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Na gut. Mal gucken. Wir können... das ist das Falsche. Hier muss ich drücken. Genau. So, wir können uns mal ein bisschen angucken. Wir sind Desardé. Ich nehme mal an, man spricht es so aus. Und wir haben aktuell einen Reiseanzug, alte robuste Handschuhe, bequeme Stiefel. Wie komme ich denn hier auf die andere Seite? So. Alter rostiger Säbel, eine Ordnungspistole. Ja, die meisten Pistolen bringen Ordnung. Da kommt sie wieder anmarschiert, die junge Dame. Ein rostiges Stilett und erhält deine Verbrauchs... Ah, okay, eine Tasche. So, mal kurz gucken. Hier ist unser Fähigkeitenbaum, Attribute, Talente. Aha. Und hier kann man dann Fähigkeiten auswählen. Ich sehe diese Pistole hier schon. Schusswaffen. Ermöglicht die Verwendung von Pistolen. Gibt es dann auch Musketen? Oder Gewehre oder so? Müsste eigentlich Musketen geben. Vernichtender Schuss, Wirkungsgeschosse, aha. Gewehr. Ermöglicht die Verwendung von Gewehren anstatt Pistolen. Ja, da will ich hin. Da will ich hin. Toxische Bombe. Mächtige Bombe. Und hier unten Fallen stellen, das ist der
anderer Aspekt von hier, von der Ecke, vom taktischen. Na gut, so. Haben wir uns das auch mal... Junge Dame, ich bemerke Ihr Interesse an meinem Nacken. Da geht sie gleich schüchtern von dannen. Die Karte, das Tagebuch, die große Abreise. Geh und verabschiede dich von deiner Mutter. Na gut, das kann man ja machen. Keine Nebenquests. Ich gucke immer erstmal so... Wir sind gerade in Seren. Und das ist, glaube ich... De Cursillon Fissi. Island of Terfrade. Ich denke, wir werden noch herausfinden, was das hier alles zu bedeuten hat. Ich bin nur immer so neugierig und gucke dann auch gerne mal direkt mal die Karten an und gucke, was so los ist. Aber ich sollte mich natürlich auch nicht zu lange hier aufhalten. Und hier haben wir, glaube ich, einiges zu lesen. Das habe ich auch schon gesehen, dass hier im Kodex quasi wieder alles dargestellt wird. Und ich denke mal, das ist auch wichtig, um zu verstehen, was wir jetzt hier eigentlich tun. Und deswegen erstmal über uns selbst. Du bist am Hof des Prinzen von Orsay gemeinsam mit seinem Sohn. Mit seinem. Ach so, das ist der Herr. Ne, Moment. Mit seinem Sohn? Wer bin ich? Du bist am Hof des Prinzen von Orsay gemeinsam mit seinem Sohn Konstantin aufgewachsen und so in den Genuss der besten Tutoren und Waffenmeister gekommen. Talentiert im Kampf wie auch in Geistesübungen hast du schon früh Begabung für die Lichtmagie gezeigt. Es gibt also auch Magie in dieser, ja, das haben wir ja schon bei der Charaktererstellung gemerkt. Du warst schon immer ruhiger und besonnener als dein Vetter und so hast du stets versucht, ihn von all den Unannehmlichkeiten, die er anzog, zu beschützen. Dieses Verhalten hat dir den Respekt deines Onkels und wahrscheinlich auch die Benennung zum Gesandten, in anderen Worten zum wichtigsten Diplomaten auf der Insel Terfrade eingebracht. Schweren Herzens beschließt du, deine Mutter, die am Malichor leidet, was ist Malichor, und dem Tode nahe ist, zurückzulassen. Aber die Möglichkeit, die sich dir bietet, deinen Vetter auf einer Reise weg von der tödlichen Atmosphäre Sirens und hin zu neuen Küsten zu begleiten, kannst du dir einfach nicht entgehen lassen. Das heißt, unser Vetter ist wahrscheinlich der Herr de Sardé und wir sind nur der buckelige Verwandte. Das ist natürlich auch eine schöne. Sir de Cursillon. Du kennst Sir de Cursillon seit vielen Jahren. Dieser sehr kultivierte Mann hat dich und deinen Vetter Konstantin in Geschichte, Politik und den Feinheiten der Diplomatie unterrichtet. Du weißt nicht, ob dein Onkel ihn zu dir geschickt hat in der Hoffnung, dass er ein Auge auf dich hat, oder ob er von selbst gekommen ist, weil er um dein Wohl besorgt ist und seine unbändige Neugier stillen möchte. Du hast schließlich seit Jahren von dieser faszinierenden Insel und den Geheimnissen, die sie birgt, gehört und weißt, wie gerne er sie enthüllen würde. Ja, das würde ich auch gerne. Und wir sind in Seren, aber das lese ich vielleicht ein andermal. Wir stürzen uns jetzt einfach mal ins Abenteuer. Bin neugierig. Die junge Dame hier scheint uns ja doch ein bisschen zu verfolgen, oder? Folgen wir ihr einfach mal unauffällig. Und ich liebe diesen Stil. Ich liebe diesen Stil. Es ist schon 17. Jahrhundert, aber mit halt ganz eigenen Aspekten und mit ganz eigenen... Allein die Uniformen hier, die Rüstungen, da die Marineuniform, die Kleider, die Gewänder, das Wams. Es ist wundervoll. Ich liebe es. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind hier im Schloss, glaube ich. Und ich bemerke ein... Hey! Green Blood! Kurt. And so the day has finally come. My royal fledglings are leaving the nest. Accompanied by their most loyal and tenacious master of arms. As loyal as your gold. Enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats of this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha! Kurt! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so? Well, let's see. Fight with honor! Bitte was? Der hat mir hat er mir gerade wirklich einen Dolch hingeschmissen und tritt mir dann gegenüber mit seinem Schwert? Hauptangriff, Sekundärangriff, dreimal angreifen. Okay, das kriege ich hin. Oh, meine Hände leuchten. Dich gegen drei Angriffe verteidigen. Moment. Ausweichen, Parade. Okay, alles klar. Okay, das funktioniert schon mal. Das ist gut. Beweise Kurt, dass du kämpfen kannst. Ich kann kämpfen und wie ich kämpfen kann.
Ein Ziel anvisieren, R3. Okay, jetzt hab ich... Nein, lass mich doch erstmal gucken da oben, Mensch. Aua. Du hast Gesundheit verloren, um einen Trank, einen Tastenkürzel zuzuweisen. Verwende L1, so startest du eine taktische Pause. Okay. Die taktische Pause unterbricht das Spiel und ermöglicht dir in Ruhe, deine nächsten Aktionen auszuwählen. Sehr schön. Techniken, Tränke, Heiltrank. Ja, ich tränke... Achso, zuweisen. Ah, ja. Nicht verwenden, sondern zuweisen. Und zwar machen wir den mal hier oben hin. Auf die obere Taste. Techniken, Schusswaffen. Ich wünschte, ich hätte eine Schusswaffe, dann... Wütender Angriff. Tritt. Aha. Okay. Versuchen wir mal einen wütenden Angriff, weil er uns jetzt besiegt hat. Weil er uns jetzt... Was ist jetzt? Aha. Ah, Mann, das gibt's doch nicht. Das ist doch... Das ist unfair. Der kommt... Me, who thought myself a competent weapons master. It's becoming a little hard to believe. Don't add insult to injury. This is humiliating enough. We'll need to get you through the basics, or you risk getting your feathers plucked at the first sign of trouble. That could definitely come in handy. In that case, Otto here is going to be your training partner. Go! Fight with honor! Kurt und Otto haben sich hier relativ deutsch angehauchte Söldner besorgt. Schusswaffen sind ideal, um deinen Feind zu unterbrechen oder zu destabilisieren. Aha, jeder Schuss verbraucht eine Munitionseinheit. L1. Schusswaffen, ja, ich hab... Aha, anscheinend habe ich auch... Okay, pass auf. Wie machen wir das denn? R2, R... Ah, okay. Gruppe, Tastenkürzel, Fähigkeitengruppe 3. Ich verstehe. Dann machen wir doch mal die Schusswaffen. R2, Fähigkeiten... Machen wir die mal hier an die Seite. Ich dachte, ich... Achso, wahrscheinlich ist Schusswaffen wirklich nur so ein bisschen unterbrechen und nicht... Ja, das habe ich mir anders vorgestellt tatsächlich. Bombs und... Oh, jetzt habe ich auf den Toten geschossen. Entschuldigung. Die Stärke der physischen Rüstung wird durch Schilde auf der Gesundheitsanzeige dargestellt. Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe keine wirkliche Rüstung am Leib. Rüstung absorbiert einen Teil des physischen Schadens. Um die Rüstung eines Feindes zu zerstören, kannst du eine Schlagwaffe oder bestimmte Fallen einsetzen. Ah, so kann man dann Fallen einsetzen und dann durchbricht die Rüstung eines Gegners. Come on. Let's see what you're capable of. Zorn ist ein Zustand, der es dir ermöglicht, Spezialangriffe auszuführen, die Bonusschaden verursachen und Feinde aus dem Gleichgewicht bringen. Eine in Abschnitte unterteilte Anzeige, die sich füllt, wenn du einen Feind angreifst, wenn die Anzeige bis zur ersten Stufe gefüllt ist. Aha, da oben diese Zornanzeige. Scheint ein visueller Effekt auf den Händen. Ach, das war das, was wir da hatten. Wir hatten Zorn und dann können wir einen Zornangriff einsetzen. Ich verstehe. Come on, if you're dead. Au. Okay, ich muss erstmal... Au, au. Kann ich ihn irgendwie... So, ich habe eine Zornanzeige hier. L2. Achso, L2. Entschuldigung. Du kannst deine Waffe wegstecken. R1 halten. Falsch. So. Muss mich auch erst an die Steuerung gewöhnen. It appears we've brushed up on the basics. It does. And I'd like to be on my way. I've quite the list of things to do before we depart. Indeed. Remember that you can always train in our barracks on the island if you're feeling rusty. Are your bags packed for the great departure? Yes, you know I get by with very little. You're not angry that I'm coming with you, I hope. Naja, ihm zeigen, wie sehr du dich darüber freust, dass er mitkommt. Ich kenne ihn ja noch nicht wirklich. Aber ich glaube, ein Leibwächter kann nicht schaden und ich glaube, er ist auch jetzt nicht unbedingt... Das lässt sich natürlich schwer einschätzen, aber... Ja. On the contrary. I'm thrilled that both you and Sir de Corsillon are joining our party. A few friends at your side in unknown territory is a boon. Ah, so the old goat is coming too. And there I was thinking I would die of boredom on the trip. By the way, where is our future governor hiding? I was hoping to put his skills to the test as well. I have no idea. He had plans to celebrate his departure last night and we haven't seen him since. You know Konstantin. I should have gone with him, but my heart wasn't in the mood for celebration. The thought of bidding my mother farewell. It is never easy to say goodbye.
but you should be going to see her now. She must be waiting for you. I'll meet you in front of the palace. Then we'll go and find Constantine together. Very well. I'll meet you as soon as I've said my goodbyes. Das sind also ich vermute mal, das hier ist dann, wenn ich schon höre, Gouverneur. Ich nehme mal an, der Konstantin, der Vetter von uns, der soll Gouverneur werden. Und wir sind halt das, naja, das adlige Mistblag, das auf seine Taschen hier in dem Palast lebt, obwohl wir wahrscheinlich der Anständige sind und er derjenige ist, der die ganze Nacht in Tavernen verbringt. Und hier sind halt die Söldner, nehmen wir mal an, das sind Söldner alles, die dieses Adelshaus hier beschützen. Oh mein Gott. Ja, stimmt, unsere Mutter ist ja krank. Vielleicht können wir erfahren. Hallo? Mit denen kann ich nicht reden, schade. Das sind so diese typischen Rabenmasken von den Pestärzten damals. War ich vor kurzem erst in einer Pestausstellung. Ganz furchtbar. Ganz gruselig. What is this? Have you not been taught to knock? I've asked 1,000 times. Oh, it's you, my dear child. Sorry. I'm having trouble getting used to your condition. Come now. Let's speak of more pleasant things. I'm so very happy to hear your voice. You remind me so much of your father. I do miss him so. Today is the big day, isn't it? Ready to set sail for that island everyone's talking about. Yes, but the idea of leaving you behind, alone and ill. Dying, my child. Alas, there is nothing you can do by staying that would ease my suffering. One thing brings me cheer. They say the island is full of miracles, and we might find a cure. Even if I were to find it, I would never be able to return in time to... I know. But it brings me comfort. To know my son has left on a mission to heal his people. Come now. It is time for you to take leave. Here. Take this with you. What is it? A family heirloom. Something that... Take it and keep it with you. May it bring you good luck. All my blessings go with you, my child. Now, be off. Ja, da sitzt sie offensichtlich blind in ihrem Zimmer und... Du kannst schneller laufen, wenn du Sprinten einsetzt. X ist Sprint. Hui. Okay. Und ich habe einen wundervollen Hut auf. Ja, ich liebe diese Hüte. Ich habe ja eine Vorliebe für alle Arten von Hüten. Aber ganz besonders diese Hüte. Da muss aber noch eine ganz große Feder dran. Da fehlt was. Naja, sei es drum. Was ich mich jetzt aber frage ist, erstens, diese Krankheit scheint ja dann wirklich allumfassender zu sein. Ich habe hier an unserer Wange, haben wir doch sowas Ähnliches. Auch so ein komisches Mal, das ich da eben gesehen hatte. Ich dachte, das wäre einfach nur eine Narbe oder sowas. Aber das sah so ein bisschen aus wie die Ausbreitung der Krankheit bei der Mutter. Zum anderen scheint es ja wirklich mehrere Leute hier zu betreffen. So eine Art Pest tatsächlich. Und es ist möglich, eine Heilung dafür zu finden. Muss man aber mal gucken, ob man das hinbekommt. Und die Frage, die ich mir stellte, ist, wie ist dann die Ansteckung von dieser Krankheit? Denn er hat seine Mutter geküsst und er war auch bei ihr. Während der Pestarzt, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, tatsächlich draußen mit seiner Maske stand, als würde er große Angst vor Ansteckung haben. Oh. Kann ich mir die Rüstung mal ausleihen, guter Mann? Das ist ein sehr düsteres Ambiente tatsächlich. Ein sehr, sehr düsteres Ambiente. Ich müsste die Musik mal lauter schalten, warte mal. Ich mach mal gerade hier Audio. Ich habe da nämlich ein bisschen rum. Ich mach die Musik mal so. Ich glaube, die habe ich zu leise gestellt, damit man die Gespräche hören kann. Habe ich es jetzt auch wirklich umgestellt oder ist es einfach nur... Sollte auch speichern und beenden machen. Änderungen speichern, ja.
Das ist das wundervolle Ambiente einer Renaissance-Stadt, die einfach bis zum Erbrechen vollgepackt ist mit allen möglichen Häusern, die schief und quer stehen, weil tausende von Menschen hier leben wollen und aber es eigentlich nicht die Möglichkeiten gibt, tausende von Menschen hier wahrscheinlich auch zu versorgen und alles dreckig ist und alles rumliegt. Und irgendwo da oben in den großen Kuppeln und im Palast, da sitzt jemand ganz, ganz Reiches und er freut sich seines Lebens und runter auf die Menschen, die in ihren eigenen Kot leben. Kurt, it's done. Sorry, Greenblood. Look, we can see the masts of the ship that'll be taking us. This is one sacred adventure we're embarking on. I hope this island will keep its promises. In order to know that, we'll need to find Constantine first. You're right. Maybe he's already at the port. He was so eager to leave. This will be quite the chore to finish before our departure. The commander wants to recover some merchandise from our supplier, but the transporter doesn't want to deliver. I did all I could to persuade. Nothing came of it. All the parliamenting fatigues me. But this is your domain. I wouldn't say no to a little help. Of course. Where is the supplier? In the lower boroughs, near the port. Right then. We'll put it on our list of visits. Gruppenaufbau. Oh, ich habe Kurt in der Gruppe. Zur Gruppe hinzufügen. Kurt ist ein Meister im Nahkampf und kann schwere Rüstungen tragen. Ja, toll. Das ist so genau das, was wir brauchen, wenn wir uns eher so ein bisschen im Hintergrund halten möchten. Fraktion Groschengarde. Beziehungslevel verdächtig. Freundschaftsbonus Handwerk. Wieso denn verdächtig? Das verstehe ich jetzt nicht. So, wir haben Kurt in der Gruppe. Inventar. Oh, wir können kurz in... Rostiger... Achso, hier kann ich die... Ah, so kann ich die Charaktere wechseln. Banditenhut. Du Schuft. Blau-silbernes Soldatenwams. Verstärkte Soldatenhandschuhe. Das könnte ich jetzt wahrscheinlich auch einfach wechseln und mir selber anziehen, aber ich glaube, das ist bei ihm deutlich besser aufgehoben. Abgenutzter Filzhut. Ja, gut. Zur Gruppe hinzufügen. Ja, ja, das wollte ich ja machen. Gruppe bestätigen und beenden. Dankeschön. Nebenquest erhalten. Verwandle. Nee, triff dich im Palast mit Kurt. Like vor dem Palast. I've been asked to pay visits to the ambassadors of Teleme and the Bridge Alliance before our departure. Their dwellings are not far from here. We could go there first. Very well. Do you think Constantine will be waiting for us next to the ship? I don't know, but it's certainly worthy of inspection. Ja, das ist es wohl. Das heißt, wir dürfen uns tatsächlich ein bisschen in der Stadt... Oh, allein dieser Ausblick hier, ne? Und das ist natürlich alles verrußt und verraucht und der Smog in der Stadt, weil hier natürlich mit Kohle und mit Feuerholz geheizt wird. Aber da hinten die Masten. Da wird mir... Und da Segel. Ich sehe Segel am Horizont. Da wird mir mein Herz gleich warm. Ich bin... Oh, ich bin so begeistert. Spreche mit Kurt. Kann ich nochmal mit ihm reden? Greenblood, do you need something? Ob er sie... Ja. I wondered if you ever felt lonely. I always do. Why, do you want to rectify this? I hope to have kept you good company for all these years. After all, we were always together. And I valued your friendship. But I thought you were referring to another kind of company. And to be honest, you and Constantine aren't exactly my type. Anything else? I must leave. Ich höre schon auf. Ich höre schon auf. Ich wollte ihm jetzt nicht direkt so nahe treten. Wir kennen, also natürlich, die beiden kennen sich im Spiel wahrscheinlich deutlich länger, aber ich kenne ihn doch noch gar nicht so wirklich, ne? Was soll ich denn da sagen? So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt wollte ich gerade mal auf die Karte gucken. Da unten haben wir Botschafter der Brückenallianz, Botschaft von Teleme. Und da haben wir die Quest. Wir haben beide Quests hier. Oh mein Gott. Das ist doch nicht wirklich so ein... Sind das alles Nebenmissionen oder... Entweder sind das alles Nebenmissionen. Das Brokatviertel. Das sieht mir hier aber nicht aus wie das Brokatviertel, wenn ich ehrlich bin. Es hat hier auch ein bisschen was sehr runtergekommenes. Naja, die große Stadt. Die einem so viele Möglichkeiten... Wer sind denn Sie? To my help. And death to the others. Mein Kameraden in Ruhe.
Ja, so viel dazu. So schnell kommt man dann dazu. Ich wollte noch sagen, sie sehen aber ziemlich zwielichtig aus und ich hatte recht damit, wie zu erwarten war. Ein Heiltranknehmer mit Goldmünzen nehmen wir mit. Dann können wir zumindest mal ein bisschen plündern, das ist auch nicht so schlecht. Ach, der hat wahrscheinlich die beiden hier umgebracht. Na super. Goldmünzen. Ein Banditenhut. Noch ein Banditenhut. Wir nehmen mal alles mit. Warte mal, jetzt will ich mal gucken. Nee, falsches. Muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Habe ich ja gesagt, ne? Kopf. Banditenhut. Dann würde ich aussehen wie Kurt. Er passt aber nicht so wirklich. Gleichgewicht 0%, Rüstung 0%. Ich glaube, der hier ist von der... Das ist besser. Elementarresistenz, schön, aber wir bleiben beim... Jetzt habe ich ihn ausgezogen, ich Idiot. So. Wir bleiben beim abgenutzten Filzhut. Eine Truhe! Eine magische Falle. Und Munition, das ist gut. Ich glaube, Munition, da müssen wir sehr gut drauf achten. Ja, und hier leben dann wahrscheinlich die, die es vom Schicksal nicht so gut mitbekommen haben. Da ist noch eine Kiste. Prachtvolle Feder. Können wir uns die nicht einfach an den Hut stecken? Da wäre ich sehr dankbar. Kommen wir denn hier überhaupt durch? Nee. Kann ich springen? Springen kann ich nicht. Ich habe immer Angst, dass diese Fässer, die so rot leuchten, die leuchten natürlich rot, weil sie vom Feuer ange... I wish you a good day, Your Excellency. Wenn das hier ein Adliger von der Stadt ist, dann habe ich meine größten Sorgen um diese Stadt. Greetings, Your Excellency. Ich glaube, mit uns will auch nicht wirklich so jemand reden. Was ist denn mit ihr? Ich habe sie jetzt schon mehrfach gesehen. Sie verfolgt uns. Oder ist das eine andere? Ah, die sehen aus wie... Ja, die haben... Huch, ich muss kurz an die Tür. Sekunde. So, ich bitte um Verzeihung für die Kurzunterbrechung, da musste ich doch glatt mal gerade an die Tür gehen. Aber was ich sagen wollte ist, diese Personen hier sehen genauso aus wie die Mutter, ne? Also ihr könnt euch noch erinnern, lebhaft, an vor wenigen Minuten. Die Mutter hatte die gleichen Markierungen im Gesicht, also die gleichen Wunden oder Narben oder Zeichen der Krankheit im Gesicht. Und die schmeißen die hier einfach in die Ecke und auf Karren und lassen sie liegen. Also so viel Sorgen um die Ausbreitung der Krankheit können sie sich ja hier eigentlich nicht machen. Ist die Frage, wie man sich damit ansteckt, weil die laufen hier auch alle noch... Was ist denn hier los? Die laufen hier auch alle noch relativ... Ach, gedrückt halten, okay. Relativ sorglos herum und die scheinen sich nicht wirklich Gedanken darum zu machen. Da ist sie schon wieder! Was ist denn los mit dir? Verfolgt sie uns wirklich? Folgen. Warte. Folgen? Achso, da oben. Die Quest. Achso, okay. Nichts gesagt. Kurt, komm mit.
Sie auch. Und da ist wieder einer von den Pestärzten. Als würde das helfen, wenn sie die Maske anhaben. Hier läuft doch sonst niemand mit der Maske rum. Dann scheint sich ja auch niemand... Haben sie hier irgendwas angestrichen? Oder gekalkt? Oder sonst irgendwie? Diese ganze Ecke hier. Da, wo die Leichen liegen. Oh. Ich mache mir wahrscheinlich schon wieder zu viele Gedanken. Das werden wir wahrscheinlich alles noch erfahren. Im Laufe der Dinge, die da noch kommen. I believe I've seen you at the palace. Are you one of the prince's relatives? Anscheinend ja. Anscheinend bin ich mit dem Prinzen ver... Oh, das ist sogar ein Prinz. Also nicht damit gerechnet, dass es ein so hoher Adliger ist. Oh, hallo, Your Excellency. It is an honor. Okay, wir sind anscheinend doch ein sehr hohes Tier, zumindest was den Titel betrifft. Was ist denn hier auf den Plakaten? Sonnensymbol und relativ wenig, was man entziffern kann. Und mit euch beiden? Auch krank. Warte mal, gucken wir noch ganz kurz auf die Karte. Wir sind da lang gelaufen, da lang. Dann kommen wir ja jetzt, wenn wir hier lang gehen würden, ne, dann müssen wir hier runter wahrscheinlich. Dann kommen wir hier an der Botschaft von Teleme vorbei. Oh nein, ich kenne euch doch. Na? To my help. And death to the others. Nein. Kurt? Kurt ist schon fertig mit seinem, okay. Alles klar. Der ein oder andere wird sich vielleicht auch wundern, aber ich habe natürlich den Schwierigkeitsgrad auf... Zunderschwamm! Das ist Zunderschwamm. Ich habe natürlich den Schwierigkeitsgrad auf leicht gestellt, denn ich stelle mich bei solchen Kämpfen ganz gerne mal ziemlich dumm an. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das muss man aber können, sonst verdient man auch die Story nicht. Aber ich möchte die Story schon haben und erleben. Und mir geht es nicht so sehr darum, dass ich die perfekten taktischen Entscheidungen und tausend Tränke und Fallen und sonst irgendwas nutze, um mich mit Hängen und Würgen durch irgendeinen Kampf durchzukämpfen. Wer schon länger dabei ist, der kennt das ja mittlerweile auch schon. Weißdorn. Das sind aber auch alles... Achso, hier... Moment, von hier kommen wir doch. Gegengiftfalle. Hm. Kann ich eigentlich irgendwo meine aktuelle Munition sehen? Hier sind wir runtergekommen. Und überall Verbrecher und Banditen in der Stadt, die einfach frei rumlaufen. Da oben sind doch Wachen. Bemerken die das denn nicht? Dass hier unten die Verbrecher rumstehen? Ich glaube, da hat sich jemand gemütlich gemacht. Ich glaube, das war sogar das Versteck von den Verbrechern. Ja, wunderschöne Bilder hier an der Straßenecke. Ich glaube, das ist ein Bild von der Stadt selber. Aber anscheinend hat niemand überlebt, um sie abzuholen. Das wird es wahrscheinlich sein. Das Haus wurde ausgeräumt oder unter Quarantäne gestellt oder was auch immer. Und... Jetzt steht das Bild hier einfach in der Ecke rum. Und überall an den Wänden diese weißen Markierungen. Ich vermute tatsächlich, dass das irgendeine Art Gegenmittel sein soll oder irgendwas, was Dinge, die eventuell mit der Krankheit in Kontakt waren, davon abhalten soll, weiterhin ansteckend zu sein. Was natürlich Murks ist, wenn sie hier einfach so alle rumlaufen. Also seuchentechnisch. Have a nice day, Sire. Ah, danke schön. Seuchentechnisch? Ist das nicht unbedingt die beste Idee? So, wo, ach, guck mal hier, das ist das gleiche Sonnensymbol, oder? Wie auf den Plakaten. Hello, Sir. Hier wird gebetet. Ist das wahrscheinlich die Kirche, oder? Nee. Das ist die Botschaft. Kardinal Antonius. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? I have come to inform you that my cousin Constantine and I are departing for Tirfredi on the hour. Ah, yes. I did indeed hear talk that you had both received callings of greater stature. Allow me to congratulate you. Were you not named legate of the congregation? You are correct, Excellency. I thank you. It is a station of great honor that I am sure you will fill with brio and panache. The Mother Cardinal Cornelia will be enchanted to work with you. And your cousin in the future. I only regret that your departure is so sudden. Really? To be entirely honest with you, I was hoping to solicit your help in a rather delicate matter.
Tell me more about it, and perhaps I can take care of your problem before my departure. Very well. A small group of dangerous heretics has found refuge in Serene. We know that your uncle tolerates the presence of all pagans within the city walls. But these particular non-believers threaten the fragile harmony of this place. We would consider it a tremendous favor if you would arrest them and deliver them to our guard. Heresy is not a crime in Serene. You do know that. But I'm sure my uncle would hear your arguments. Why call on my intervention? The prince would indeed give us his blessing, but it would take time, far too much time. For according to our sources, these fugitives have already made contact with a smuggler to take them who knows where. I see. You're hoping that I'll be able to do something before they make it to an enemy city. If your heretics are planning on boarding a ship, then they must be in the dockyards. I'll look into this and see what I can do. Mhm. Ketzerjagd, ja, das ist ja wundervoll. Ist immer das Erste, was irgendein Bischof oder sonst irgendwas zu tun hat in diesen Zeiten, Ketzerjagen. Aha, jetzt erfahren wir mal ein bisschen was. Could you tell me anything about Teleme? It would be a pleasure. As you already know, our glorious nation is guided by our faith. We follow the teachings of Matthias, our founder and greatest prophet. And give thanks each day to the Luminous for having gifted us magic. The high dignitaries of Teleme are at the same time our spiritual guides, advocates, and grand mages. I've heard say that dissensions have appeared recently in your nation. Ah, you must certainly be speaking about the debates that have divided the Ordo Luminous and the more political orders. The Lord Luminous has an extremely pure vision of our faith and applies the words of our saint very strictly. But other, more open-minded factions exist within our nation. They believe that a less rigid dialectic would attract souls more readily to our faith. But their differences are purely theoretical and do not threaten the cohesion of our nation, I assure you. What's your point of view on the relations between our two nations? As ambassador of Teleme, I can only rejoice at the mention of our commercial treaties. We appreciate as well the welcome that your uncle gave to our missionaries. Thanks to your support, more and more believers wander your lands. The congregation is our most precious ally. To be perfectly honest, we have only two complaints. That heresy is tolerated, and that your treaties with the Bridge Alliance are maintained. How is Teleme faring on Tirfredi? We built a marvelous city, San Mateus, on the western coast of the island. Did you know that certain historians believe that it might well have been the final resting place of our prophet? Our missionaries there are a multitude. Not a day passes without new islanders joining our sacred faith. Of course, there are certain pockets of resistance. There is talk of a demonic cult. Disgusting creatures. But I am confident that the Ordo Luminous will be able to put an end to these horrors. And we have tremendous hopes that the entire native population will join our ranks. Da habe ich keine Zweifel dran, dass sie hoffen, die Eingeborenen werden ihnen folgen. Ja, und wie steht ihr zu der Brückenallianz? Das ist die Frage. How goes the conflict with the Bridge Alliance? Your territory is, alas, the only one that has been spared from the ravages of war on the continent. We fight on every front, without great success, one must say. But what other choice do we have? These so-called savants not only refuse the light, but are determined in their fight against it.
And on Tirfredi? To my knowledge, no one has yet seen any serious fighting. The bridge have succeeded in provoking the natives there, and have their hands full keeping them at bay. Which leaves us greater latitude to settle peacefully and pursue our mission of conversion. Er redet immer davon, wie friedlich sie sind und dass sie ja so froh sind, dass sie alle bekehren können und die guten Beziehungen und aber gleichzeitig bringen wir die Ketzer. Wir haben ihm Bescheid gegeben. Farewell, Excellency. May the light guide you, Desade. Bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, die Telema hier, das sind diese Damen und Herren. Das sind die mit dem Sonnensymbol, wo wir auch schon die Plakate anscheinend gesehen haben. Ach, hier dürfen wir nicht rauf. Sire, I'm sorry. I'm afraid that I won't make for good company. Das sagen mir die Frauen ständig. Langsam bin ich ein bisschen betrübt, was das betrifft. Ja, das sind dann diejenigen, die hier predigen und den Glauben verbreiten. Und offenbar darf der Glaube hier auch verbreitet werden. Da, die ganzen Plakate. Und dennoch gibt es eigentlich kein Gesetz gegen Ketzer. Und trotzdem verlangt er von uns oder bittet uns darum, dass wir Ketzer verfolgen. Botschaft der Brückenallianz. Kaserne der Groschengarde. Ich glaube, wir müssen zur Botschaft der Brückenallianz. Nämlich hier runter, ja. Der Platz des Prinzen, der sieht ja wundervoll aus. Also so einen Platz habe ich mir schon immer gewünscht. Hier werden die Leichen verbrannt von den Toten, von der Krankheit. Oh, wo geht's denn da lang? Da ist noch eine Kiste. Munition. Drachenblutharz. Na gut. Kann nicht schaden. Wo geht's denn? Achso, hier geht's wieder. Ah, ja, okay, ich verstehe. Und hier ist die Botschaft der anderen Seite. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die zu erzählen haben und wie die so drauf sind. Auf jeden Fall nicht predigend, wenn ich das richtig sehe. Your Excellency. Lord Desade. I have been told that you were named Legate. Congratulations. Those are great responsibilities for someone as young as yourself. But you will bring honor upon your family and the congregation. Of that I'm certain. I thank you, Excellency. I've come here to inform you of our departure for Tirfredi. My cousin Constantine is about to take up office as governor of New Serene, and I'm accompanying him. I had no idea you would be leaving so quickly. What a shame. I had thought... Well, then, that is a pity. Have a pleasant voyage. A brilliant future awaits you. They say that it is a marvelous island. Please convey to your cousin my congratulations and sincere wishes for success. You seem slightly hesitant. Please tell me what troubles you. A rather unscrupulous individual has been sowing trouble in Serene. A charlatan passing himself off as an alchemist. Do people actually give credence to these lies? Alas, yes. They snatch up his celebrated panacea. Remedies worse than the ill, believe me. As you can well imagine, alchemists are our pride. This vulgar trickster casts dirt upon their reputation and our own at the same time. In any city of the Bridge Alliance, we would have arrested him. But here, we respect your laws. I shall see what I can do, but make no promises. My departure is imminent. I thank you, Excellency. And I am pleased to see you have taken so well to your new functions of diplomacy. The man operates in the city center. He is said to be clever and mean. Be careful. Anscheinend sind wir für beide Botschafter auch nicht so viel mehr als Handlanger. Na gut, sie haben uns zumindest beide sehr freundlich darum gebeten und haben es ja auch als Problem dargelegt. Would you be so kind as to tell me what you know about the Bridge Alliance? With pleasure. A legate needs to know the history and strengths of his allies. The Alliance was sealed by several nations of the Bridge around 200 years ago. The greatest of our cities, Al-Sard, became the capital, and a council formed from the different nations now rules.
This union was originally put into place to better resist the appetites for conquering our neighbors. But our ancestors quickly realized that the union had also strengthened us economically and culturally. And of course, exchanges in knowledge were strongly encouraged from the outset. Today, it is by no means an overstatement to claim that the Bridge Alliance leads our world in science and exploration. Each day, we push the limits of our understanding further in each and every domain. Also dann doch weniger dem Glauben ausgeprägt als dem kulturellen Austausch und der Wissenschaft und der Forschung und dem Handel. Could you give me your understanding of the relations between the congregation and the bridge? Our relations hang essentially on the quality of our trade and commerce. The exchanges are very profitable, especially on the cultural front. I will not hide from you that we have hoped you would join our number for quite some time, but your princes insist on maintaining a neutral stance between the congregation and the other nations on the continent. It is by all means a respectable position, even if it means you also trade with our enemies. Das heißt, wir sind eigentlich von der Händlerkongregation. Dann gibt es Teleme und die Brückenallianz und wir sind diejenigen, die neutral handeln. The Bridge Alliance has been on Tir4D for much longer than we have. What can you tell me? It is true that we founded Hikmet, our newest city, around 15 years ago now. Alas, I haven't been able to go there myself. I can only tell you what others have reported to me. It is a luxurious island. An enormous dead volcano thrones in its center. The vegetation is extremely varied, and the fauna wondrous. We discovered animals that we had never ever seen before. Some are bigger than houses. But they're not the only occupants of the island. A savage and crude people also live there, who speak an incomprehensible language. But you shall discover all of this for yourself soon enough. And what of your war with Teleme? It has been dragging on. In fact, it has been dragging on for years. It is madness. If those bigots hadn't gotten it in their heads to convert the entire continent, we wouldn't be in this situation. But that's the way of the world. We shall not waver, whether here or on Tir4D. Have you been fighting battles there as well? From what I've been told, Teleme has wisely and tastefully built their colony far from our city. Direct conflicts are, in fact, quite rare. But one day they will inevitably take place. Ja, wenn man sich nicht gegenseitig einfach in Ruhe lassen kann. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Damit haben wir jetzt beide Informationen erhalten von beiden Seiten und ich bin mir da noch sehr unschlüssig, wer hier... Ich glaube, es ist gar nicht mal so unklug gewesen, von der Händlerkongregation hier eine neutrale Haltung einzunehmen. Greetings, Your Excellency. Na, wollte ich auch gerade sagen. Na gut, wir haben ein bisschen über die Hintergründe erfahren, wir haben einen kleinen Einblick gewonnen, aber ich denke, es wird noch viel, 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 viel mehr passieren. Und ich bin unfassbar gespannt darauf, was uns erwartet, denn wir werden in die neue Welt reisen, mehr oder weniger, also in die neue Welt, die es hier gibt. Das hier ist ja die alte Welt und wir werden in die neue Welt reisen, also über den großen Ozean. Ich bin mal gespannt. Na gut, aber als allererstes bedanke ich mich mal fürs Zugucken bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.